Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedauere es sehr, dass ich heute nicht persönlich bei Ihnen sein kann. Aber es ist mir wichtig, auf diesem Wege gemeinsam mit Ihnen jener Roma und Romnia zu gedenken, die Opfer des Holocaust geworden sind. Vor 76 Jahren wurden in der Nacht vom 2. auf 3. August rund 3000 Roma und Romnia im KZ Auschwitz-Birkenau brutal ermordet. Allein von den 11.000 österreichischen Roma und Romnia verloren 9.000 auf grausamste Art und Weise ihr Leben. In ganz Europa war es eine halbe Million. Die menschenverachtende Brutalität und Grausamkeit, mit der das NS-Regime ganze Bevölkerungsgruppen und Ethnien verfolgte, sind schlicht unvorstellbar und können gar nicht deutlich genug verurteilt werden. Unvorstellbar sind auch die Qualen und das Leid, denen die Opfer dieser Gräueltaten und ihre Familien ausgesetzt waren. Und als die unmittelbare Verfolgung nach dem Krieg vorbei war, mussten die Hinterbliebenen der ermordeten Roma und Romja lange für die Anerkennung des ihnen zugefügten Leids kämpfen. An einem Gedenktag wie heute ist es daher unsere Pflicht, innezuhalten und uns zu erinnern. Denn nur wer sich erinnert, kann nicht vergessen. Und nur wer nicht vergisst, kann die Schrecken der Geschichte anerkennen und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Österreicherinnen und Österreicher waren Opfer, aber viele waren auch Täter. Es liegt daher in der Verantwortung von Politik und Gesellschaft, alles dafür zu tun, dass sich solch grauenvolle Verbrechen und unsägliches Unrecht niemals wiederholen. Das ist in unser aller Verantwortung, nicht nur für die Opfer und ihre Familien, sondern auch für die nachfolgenden Generationen. Umso mehr muss der heutige Gedenktag auch eine Mahnung sein, dass Hass und Hetze gegen einzelne Bevölkerungsgruppen, egal ob in Form von Rassismus, Antisemitismus oder Antiziganismus, keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, ihnen entschieden entgegenzutreten und alles dafür zu tun, dass sich derartige Verbrechen und Gräueltaten niemals wiederholen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gedenkkultur. Daher möchte ich die heutige Veranstaltung auch als Gelegenheit nutzen, Ihnen meinen Dank auszusprechen. Die unermüdliche Arbeit engagierter Roma-Vereine war und ist die Grundlage für eine lebendige Gedenk- und Erinnerungskultur. Gerade für die heutige Gedenkveranstaltung unter dem Motto »Zusammen sind wir stark« leistet dabei einen ganz wesentlichen Beitrag. Möge die leidvolle Erinnerung an die Schrecken des Holocaust, das Elend und die unvorstellbare Brutalität in den Konzentrations- und Vernichtungslagern und besonders die schrecklichen Ereignisse des 2. und 3. August 1944 als Mahnung für die Generationen nach uns dienen. Dieses dunkelste Kapitel unserer Geschichte darf sich niemals wiederholen. Dafür müssen wir gemeinsam weiterkämpfen. Vielen Dank.